So Leute, da sind wir wieder mit Dark Souls 3 nach einer kurzen Pause. Ich war kurz in dem Feuerbahnschrein, hab nochmal aufgelevelt, sind jetzt Level 35 und hab das Katana auf plus 5, glaube ich, ist es. Plus 3 gelevelt und macht jetzt ordentlich Schaden. Fast so viel wie mein, oder hoffentlich ein bisschen mehr wie mein Breitschwert. Das probieren wir jetzt auch gleich mal aus. Wir sind ja jetzt wieder unter den Lebenden, auch wenn wir nicht sonderlich gut aussehen. Okay, aber kriegen wir hier mit einem Schlitzer kaputt. Das ist sehr gut zu wissen. Und das soll uns den Weg doch jetzt deutlich erleichtern. Ich habe auch die Rüstung gewechselt. Habe hier diese Nordmann-Tanne ausgerüstet. In der Hoffnung, dass wir auch damit schneller sind. Und ich hoffe, ich finde jetzt noch jemanden, der mir hilft. Hans Dampf, was ist mit Jan los? Um die Uhrzeit? Hm, ja, natürlich. Dark Souls ist los. Seit gestern draußen. Da müssen wir natürlich losmachen. Wir haben gerade jemandem geholfen in der letzten Folge, nenne ich es jetzt einfach mal. Ihr müsst es so sehen, für die Leute, die das auf YouTube gucken. Dass wir da jemandem geholfen haben, den Endgegner zu legen, den Baum. Und wir haben uns diesmal auch gar nicht so schlecht eingestellt und ich denke, wenn man den ein paar Mal macht, in halbwegs Ruhe ist es ein anstrengender Kampf, aber kriegt man hin. So, wir gucken einfach. Shit, wieso stürzt der nicht ab? Ha! Nix gibt's. Komm schon. Komm schon, Bobelle. Gewettet. So hatten wir nicht gewettet, Kollegen. Ihr seid mir gerade auch ein bisschen zu schnell unterwegs. Ich gehe, denn ihr mögt mich nicht. Und wer mich nicht mag, den mag ich auch nicht und gehe einfach. Ich bin ehrlich gesagt echt hin und her gewunden, welchen Bild ich mir aneigne. Also klar, ich werde auf Stärke gehen, wegen dem Großschwert allein. Aber auch die kleineren Waffen haben mir bis jetzt sehr viel Spaß gemacht. Und wir werden jetzt hier mal nach unten gehen. In der Hoffnung, dass ich auch jemanden finde zum Summon. Wir können uns auch mal heilen. Das lohnt sich. Das lohnt sich vollkommen. Zack, jetzt gehen wir wieder runter. Wir gehen hoffentlich ganz runter. Und... ja, genau. Ich habe mir nämlich Urlaub genommen. Für den Rest der Woche. Dark Souls spielen zu können. Nein! Falsches Stockwerk. Wieso gehe ich immer nur hoch? Ich will doch nach unten. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich höre, es ist Böses im Busch. Fangen wir mal den Kollegen hier. Kann der mir helfen vielleicht? Hallo. I help anytime. Okay. Er ist nicht sonderlich gesprächig, da müsst ihr für entschuldigen. Aber er ist sehr hilfsbereit. Komme ich da durch? Ich könnte so. Vielleicht muss ich aber auch einen Hebel umlegen. Legen wir doch mal den Hebel hier um. Nee. Vision von Suppe. Darf ich das denn bitte schön verstehen? Ich möchte nach unten, liebe Leute. Nach unten. Nein. Nicht nach oben. Downwards. Ich verstehe das nicht.
kommt man hier noch runter? Hat jemand eine Idee, wie ich hier nach unten komme? Beim ersten Mal hat es geklappt. Muss ich hier vielleicht raus? Hat jemand Ahnung, wie ich hier nach unten komme? Ich weiß es nämlich nicht. Und ich hätte keine Lust nachzuschauen. Ja, doch mal hier hin. Guck mal, hat sich hier irgendwas getan? Hinterteil. Die Leute immer. Was für obszöne Nachrichten sie hier schreiben. Jetzt aber ernsthaft, wie komme ich da nach unten? Einmal ohne mich fahren lassen. Okay. Interessante Mechanik. Okay. So, hier hat man mir den Hinweis gegeben, ich soll doch da erstmal zur Tür gehen. Und dieses werde ich auch tun. Hey. Lass mich erstmal hier Tür. Feuer. Pfad der Opferung sind wir. So. Geil! Okay, ich will den aber doch besiegen. Bam! Zack! Der Wächter hier, der sieht ganz geil aus. Shit! Achso, ich werde hier gefragt wegen dem einen Anime. Shit, jetzt bin ich natürlich wieder tot. Das ist natürlich ärgerlich. Wir versuchen es so lange, bis ich den kalt gemacht habe, liebe Leute. Wonach wird hier gefragt, wie ich auf Steam zu finden bin? Also ich persönlich unter Frubi einfach nur. Und die Gruppe unter Frubis Kuchen. Ich habe noch nicht... Ich habe in den Anime in die erste Folge reingeguckt, aber ehrlich gesagt auch noch nicht komplett. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Lebt noch. Ich wollte ihn cool besiegen. So. Geil. Ein Schwert bekommen. Gucken wir uns. Was immer dahin geht.
kann zwar nichts. Doch, es kann. Achso. Mal kurz gucken, wie DD. Ah, ist nicht so geil. Aber nehmen wir das doch mal ganz kurz mit. So, wir können ja hier mal hin. Gucken, ob der nochmal kommt. Nein, der war einmalig. Nice. Pfad der Opferung sind wir. Schöne Sache. Alter. Scary, scary. What? Leute. I see we can. We have. God damn it. We have one English or international viewer. So then we have to speak all in English. And I do my best to pronounce every word correctly and speak as freely as I can with my limited English knowledge, and I hope even they enjoy Dark Souls 3 while I'm playing it. So you're welcome to look at the stream. And I hope you others who are not English speaking people can understand me quite a bit. So, South Nur Rebel 86, what's going on? Where are you from? Nice try, man, nigga! Okay, das war's. That's it! I'm done! Ist er weg? Können wir wieder Deutscher reden? Das war nicht nett. Was? Es gibt... There are other languages... besides... English? It's not even possible. You have what it's mine. Ja, bitte Deutsch. Aber auch geil mit den Federn. Der Hammer. Nicer Scheiß. Hier ist überall Abgrund. Lass uns mal hier weitergehen.
Banditenaxt, wer bist du denn? What? Das ist gemein. Das ist wirklich gemein. Das ist nicht richtig. Das war gemein. Das ist gemein. Richtig, richtig gemein. Okay. Wir nehmen uns die andere Rüstung, die hier, weil die leichter ist. Und hübscher. Aber ich sehe schon. Wir machen lieber die Taktik hier. Wir kommen ja relativ schnell hierher. Gehen wir aber erst hier lang. Und uns verfolgt. Gar nicht hier zum Angriff kommen lassen. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. I see. Where we are now. Lass mal hier hingehen. Da ist der Haupt. Nicht hier. Machen das schon. Das sind mir einfach gerade zu viele hier. Die Effekte sind aber auch der Shit. Das ist der Tod. Das ist der Tod. Alter, jetzt macht aber mal einen Punkt. Jan, der Versteher? Fuck it. Darauf einen Schluck Wasser. Ich finde die Rüstung super. So. Machen wir die Geschichte. Man bekommt echt wenig Seelen, habe ich so das Gefühl. Aber man muss auch sagen, man hat das Level so wie in
Dark Souls 2 habe ich so das Gefühl. Okay. Ja, jetzt haben wir eh alle Seelen verloren. 8000. Für die Popo-Falte. Ärgerlich. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Egal. Wir brauchen einfach jetzt noch geilere Schwerter. Ich meine, der Weg bis dahin ist ja kein Thema. Dann killen wir doch einfach mal den hier. Mit der großen Axt. Das ist mein Plan. Und dann schauen wir weiter. Wenn der wieder hier sein Ding macht, dann können wir den backstabben und so. Schlachtermesser. Nice. Darauf hatte ich spekuliert. Gucken wir doch mal, was hier so abgeht. Da haben wir doch ein bisschen Loot. Banditenkapuze. Banditenrüstung. Komplett Set. Geil. Banditendoppeldolche. Gute Arbeit. Danke. Irgendjemand, ein guter Geist, hat geschrieben, dass ich gute Arbeit gemacht habe und mich damit gelobt und mich in meinem Weitergehen bestärkt. Doppeldolche. Coole Sache. An meinem Rage-Rage-Face muss ich arbeiten. Ich glaub's ja wohl nicht. Es nichts zu arbeiten. Bam. Das Feuer langt nicht sonderlich weit. Wow! Okay, der eine ist runtergefallen. Ist der eine runtergefallen? Findest du nicht so geil, ne? 180 Seelen. Ja, mit nur etwas Geduld kriegt man in Dark Souls eigentlich so ziemlich alles platt. Auch wenn man am Anfang denkt, okay, nee, keine Lust. Nee, gehe ich nicht weiter. Nee. Nee, es geht alles. Arbeit gern, du spielst. Ja, aber... Das ist ja auch nicht diese Art von Arbeit. Was steht hier? Hurra, Leuchtfeuer. Ja? Tatsache. Alter, jetzt dachte ich hier gerade, aber das ist hier Feuerling Shrine zum ersten Teil. Natürlich keinen Sinn macht, aber das ist ein schönes Leuchtfeuer. Leuchtfeuer entzündet. Hallo. Oh, hallo. How do you do?
I'm Anri of Astora, unkindled like you. This is Horace, a friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? We're well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farren Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. Mm-hmm. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. Mm-hmm. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. Mm-hmm. May the flames guide your way. Mm. Der sieht mir ja sehr, das ist die Elite-Ritterrüstung, sehe ich das richtig? Die der Kollege hier hat, oder? Ja, das ist die Elite-Ritterrüstung. Blaue Wächter. Geil. Einen blauen Wächter-Alp gefunden. Gelobt sei die Sonne. Praise the sun. Nice. Jetzt gucken wir doch mal, was hier hinten ist. Hier hinten ist doch was. Vielleicht ist hier noch was. Hätte ja sein können. Ich versuche es immer wieder. Schauen wir mal. Da hinten ist auch nichts. Aber es wirkt schon wieder ein bisschen linearer, ne? Wir haben so Schläuche. Wir haben auch Bäuche. Und die Bäuche sind dann wirklich Dark Souls 1 Feeling. Geheimfahrt voraus. Oh, Tatsache. Okay. Lange Mungebusche, hä? Schauen wir uns doch mal hier den Geheimpfad. Hier hat sich schon gelohnt. Mehr oder weniger. Alter. Was ist denn hier? Ach, das ist Laub. Ach, das sind drei. Natürlich. Die Schnecke kaputt machen, weil ich glaube, die machen. Die vergiften einen. Gut oder böse? Oh. Ich wollte nur mal fragen. Bleib mal locker. Mal lässig. Ist das mir? Alter Mann. Alter. Naja, wir haben hier nichts verloren. Und wir haben Feuer gefunden. Alles ganz cool. Alles cool. So, versuchen wir das doch nochmal. Es kann nur besser werden von hier aus. Zack. Kriegen wir schon hin. Dürfen halt keine Gefangenen machen hier. So. Aber wer gefangen. Oh. Keine Gefangenen machen, dann passt das. Gibt mehr als erhofft von denen. Gegen Insekten. Hier stand gerade noch einer. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. So, Leute, das sind die Glocken.
Und ich gucke auf die Uhr, es ist 18 Uhr. Das heißt für mich, wir gehen in eine Pause von ein paar Stündchen. 3 Stunden haben wir jetzt gespielt tatsächlich. Wir sind immerhin in ein neues Gebiet gekommen. Und wir haben eigentlich keinen Endgegner besiegt. Wo ich eigentlich fest davon ausgegangen bin, dass wir das machen in der Zeit. Naja, so kann es gehen. Wir melden uns um 22 Uhr circa wieder zurück und dann geht's die ganze Nacht weiter. Kommt da gerne wieder vorbei. Ich freue mich, dass jetzt doch 16 Leute hier zugeguckt haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wer was verpasst hat bis hierhin und es gerne nochmal nachholen möchte, kann das gerne auf YouTube tun. Für alle, die jetzt auf YouTube gucken. Und auch hier sage ich erstmal bis auf dann. Man sieht sich später wieder. Also reingeschalten.